Guten Abend, wir wollen uns heute Abend mit dem Thema Anbetung und Abendmahl beschäftigen. Wir erinnern uns an diese erste Beschreibung der Gemeinde in Apostelgeschichte 2, wo wir die vier ersten grundlegenden Kennzeichen gefunden haben. Apostelgeschichte 2. Vers 42, sie verharrten aber in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft, im Brechen des Brotes und in den Gebeten. Als ersten Punkt haben wir gesehen die Lehre der Apostel und haben uns damit sehr ausführlich beschäftigt, ganz grundsätzlich, was ist gesunde Lehre, wie wird gesunde Lehre vermittelt. Wer vermittelt, worauf müssen wir achten, dass es wirklich gesunde Lehre ist und nicht kranke Lehre und so weiter. Und heute betrachten wir ganz besonders hier diesen Punkt 3, im Brechen des Brotes. Das war ein Kennzeichen der Gemeinde. Und das geht natürlich zurück auf diesen feierlichen Abend, Vorabend der Kreuzigung, als der Herr Jesus im Obersaal mit den Jüngern zusammen war. Und das war der Moment, als die Schatten von Golgatha bereits auf ihn gefallen waren. In Lukas 22, Vers 14 wollen wir zusammen lesen. Und als die Stunde gekommen war, legte er sich zu Tisch und die 12 Apostel mit ihm. Und er sprach zu ihnen, mit Sehnsucht habe ich mich gesehnt, dieses Passa mit euch zu essen, ehe ich leide. Das ist so bewegend. Der Herr versammelt mit seinen Jüngern und er wusste, was noch in dieser Nacht geschehen würde, dass er verhaftet und überliefert werden sollte, dass er einen Prozess durchmachen müsste bei dem Hohenpriester Annas zu Hause, dann bei Kaiaphas, dem amtierenden Hohenpriester, und dann schließlich ab Sonnenaufgang der offizielle Prozess vor dem Sanhedrin im Tempel, in der königlichen Säulenhalle. Und danach würde er überliefert werden an Pontius Pilatus, an die Heiden. Und der würde dann versuchen auszuweichen und die Sache Herodes Antipas, dem Vierfürsten aus Galiläa, abzugeben. Aber das würde dann auch nichts bringen. Und er würde dann wieder zurückgeschickt werden zu Pilatus, um dann zum Tod verurteilt zu werden, um gekreuzigt zu werden. Das sah er alles vor sich. Die Jünger wussten das nicht. Und er sagt, mit Sehnsucht habe ich mich gesehnt, dieses Passa mit euch zu essen. Dieses Passa war die Vorausschattung auf den Tod des Messias, der sein Blut geben würde, um uns zu retten vor dem Gericht Gottes. Diese Sehnsucht nach diesem letzten Passa mit den Jüngern war verbunden damit mit seiner Absicht, dass er dann aus Elementen der Passafeier die Einsetzung des Abendmahls machen würde. Ich lese gleich weiter. Denn ich sage euch, dass ich es fortan nicht mehr essen werde, bis es erfüllt ist im Reich Gottes. Und er nahm einen Kelch, dankte und sprach, nehmt diesen und teilt ihn unter euch. Denn ich sage euch, dass ich von jetzt an nicht von dem Gewächs des Weinstocks trinken werde, bis das Reich Gottes kommt. Und er nahm Brot, dankte, brach und gab es ihnen und sprach, dies ist mein Leib,
der für euch gegeben wird. Dies tut zu meinem Gedächtnis. Ebenso auch den Kelch nach dem Mahl und sagte, dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut, das für euch vergossen wird. Wir sind vielleicht überrascht. Da war der Kelch zuerst und dann das Brot und dann nochmals ein Kelch. Nun, es ist so. Der Ablauf einer Passafeier in der Familie wird genannt Seder Pessach, die Ordnung des Passas. Das ist etwas, was zurückgeht auf das Judentum schon vor 2000 Jahren und mehr. Das macht man heute eben noch genau gleich. Und es ist so, dass man ganz bestimmte Vorspeisen hat, bevor dann das Passalamm gegessen wird. Und es ist so, im Verlauf des Abends hat man 4 Kelche auf dem Tisch. Der erste Kelch, das ist der Weihkelch, der Einweihungskelch. Und da betet der Hausvater oder der Leiter, hier der Herr Jesus, zusammen mit den Aposteln. Da sagt er, Baruch atah Adonai Eloheinu, Bore HaGefen. Gepriesen seist du, Herr, unser Gott, Erschaffer der Frucht des Weinstocks. Bore Pri HaGefen. Das ist genau dieser Ausdruck. Ich werde nicht mehr essen von dem Gewächs des Weinstocks. Nicht mehr trinken von dem Gewächs des Weinstocks. Genau diese Ausdrucksweise. Das kommt in dem Gebet vor. Man dankt für Gott für den Weinstock. Den Weinstock und die Frucht des Weinstocks. Dann kommt der zweite Kelch, der wird jetzt hier nicht erwähnt. Lukas macht nur so eine Strichzeichnung, wo er bestimmte Elemente erwähnt, genauso wie Matthäus und Lukas und Johannes. Und wenn man alle zusammennimmt, dann hat man einen ganz großen Teil von all den Punkten einer Passafeier beieinander. Also ganz interessant. Aber das ist nicht unser Thema, darum erzähle ich das nicht hier. Aber nur so andeutungsweise, einfach um zu zeigen, was hier geschieht. Und dann war es jeweils so bei der Feier, dass man eine Matze nahm, ein ungesäuertes Brot, und das wird eben verteilt. Und daraus hat der Herr Jesus eben das Abendmahlbrot gemacht. Also hat diese normale Matze genommen in Vers 19 und er nahm Brot, dankte, brach und gab es ihnen und sprach, dies ist mein Leib, der für euch gegeben wird. Dies tut zu meinem Gedächtnis. Er hat also das, was ganz üblich in der Feier war, genommen und hat diese Erklärung hineingelegt, dieses Brot spricht von ihm, von seinem Körper. Ungesäuertes Brot. Der Sauerteig ist in der Bibel im Alten und Neuen Testament immer ein Bild der Sünde. Und darum spricht das von seiner Vollkommenheit. Und was auch typisch ist bei der Matze, man durchbohrt sich an ganz vielen Stellen. Jeder, der etwas vom Backen versteht, weiß warum. Ja? Es kommt dann nicht schön raus, wenn man das nicht macht. Aber überall durchbohrt. Und es ist auch so, dass man so Striemen reinmacht. Dieses Brot hat der Herr genommen, gegeben. Wir denken an Sacharja 12, Vers 10. Sie werden auf mich blicken, den sie durchbohrt haben. Und wir denken an Jesaja 53. Im Englischen, by his stripes we are healed. Durch seine Striemen sind wir geheilt. Und der Herr drückt hier aus, dass es ein tiefer Wunsch ist, dass es bleiben soll. Für die Jünger. Dies ist mein Leib, der für euch gegeben wird. Dies tut zu meinem Gedächtnis. Und damit hängt das zusammen, dass der Herr sagt, ich habe mich so gesehnt, dieses letzte Passa zu essen. Er hat sich gefreut auf dieses Passa. Seine Bedeutung auf seinen Opfertod hin. Aber er hat sich gefreut, das Abendmahl dann so einzusetzen, um es ans Herz zu legen. Das soll immer wieder neu vor unseren Herzen stehen. Tut dies zu meinem Gedächtnis. Nicht zu unserem Gedächtnis.
sondern zu meinem Gedächtnis. Also er wollte, dass wir von uns wegschauen auf ihn. Vers 20, ebenso auch den Kelch nach dem Mahl und sagte, dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut, das für euch vergossen wird. Da hat er den dritten Kelch genommen. Ich habe gesagt, es ist eine abgekürzte Federzeichnung von diesem Abend. Und es ist nämlich so, der dritte Kelch heißt im Judentum Kos Bracha, Kelch der Segnung. Wir werden noch sehen im 1. Korintherbrief, Kapitel 10, da nimmt der Apostel Paulus genau diesen Ausdruck auf im Zusammenhang mit dem Kelch des Abendmahls und nennt ihn der Kelch der Segnung. Denn wir segnen, ist er nicht die Gemeinschaft des Blutes des Christus? Genau dieser Ausdruck. Also der Herr hat den dritten Kelch genommen und daraus den Abendmahlskelch gemacht. Und auch das, um uns immer wieder neu daran zu erinnern, was ist die Mitte des Glaubens. Das sollte immer wieder geschehen, damit wir das nicht vergessen. Und zwar nicht vergessen, dass das im Zentrum steht. Und darum soll das eben wiederholt und wiederholt werden. Nun ist es aber wichtig zu sehen, der Herr Jesus hat ja angekündigt, Matthäus 16, auf diesen Felsen werde ich meine Gemeinde bauen. Das haben wir gesehen. Das war noch zukünftig. Und als der Herr das Abendmahl hier eingesetzt hatte, da gab es die Gemeinde immer noch nicht. Die hat er dann erst später gebaut, nämlich an Pfingsten, im selben Jahr. Ja, einige Wochen später. Aber damals gab es noch keine Gemeinde als das himmlische Volk Gottes. Das waren Juden, gläubige Juden, die an den Messias glaubten. Das waren solche, die gehörten zu dem Überrest Israels, der umgekehrt war und den Messias erkannt hat. Nun könnte ja jemand argumentieren, wieso soll man eigentlich das Abendmahl in der Gemeinde feiern? Das ist eigentlich etwas für den gläubigen Überrest Israels und nicht für die Gläubigen aus den Nationen. Und der Galaterbrief macht ja sowieso klar, dass die Gläubigen aus den Heidenvölkern, die soll man ja nicht ins Gesetz und das Gesetz stellen und dass sie jüdische Feste übernehmen. Also, wie kann man begründen, dass das Abendmahl in die Gemeinde hineingehört? Nun, wir haben ja gelesen, an dem Pfingsttag, Apostelgeschichte 2, da kamen 3000 zum Glauben und haben sich diesem schon bestehenden Überrest Israels angeschlossen. Und die kamen dann regelmäßig zusammen und wir haben gesehen, sie verharrten der Lehre der Apostel in der Gemeinschaft und im Brechen des Brotes. Also die haben es gemacht. Das war die Gemeinde. Aber könnte jemand sagen, ja gut, aber das waren alles Juden. Die Heiden waren noch nicht dabei. Und das ist einfach für den Überrest Israels, wie er genannt wird in Römer 9 bis 11, wird er gesagt, auch jetzt in dieser Zeit gibt es einen Überrest nach Wahl der Gnade aus Israel. Das ist für die gläubigen Juden. Nun ist es ganz wichtig, das Abendmahl wird beschrieben, hier im Lukas-Evangelium und natürlich auch in Matthäus und in Markus. Aber wo finden wir es noch im Neuen Testament? Im 1. Korintherbrief. Nebst der Apostelgeschichte, ja? Aber im 1. Korintherbrief, in den Lehrbriefen und nur dort. Und worum geht es da? Es geht um die örtliche Gemeinde. Das ist das große Thema im 1. Korintherbrief. Und zweitens, es geht an eine Gemeinde, die eben deutlich aus Nichtjuden bestand. Und damit wird klar, das Abendmahl ist für die Gemeinde, aber nicht nur für den jüdischen Überrest in der Gemeinde, sondern für die ganze Gemeinde, auch für die, die aus dem Heidentum zum Glauben gekommen waren. Und wir haben ja in der vorigen Stunde gesehen, 1. Korinther 12, der Apostel erinnert die Korinther, wie das war, als sie noch von den Nationen waren, Heiden waren, wie sie da bei ihren stummen Götzen so richtig
in Fahrt kamen, mitgerissen wurden durch Geister, die Gewalt über sie nahmen. Das waren richtige Heiden. Aber genau da spricht er über das Abendmahl. Und da schlagen wir auf 1. Korinther 11. Vers 20. Wenn ihr nun an einem Ort zusammenkommt, da geht es wirklich um die Zusammenkunft als Gemeinde. Die Korinthergemeinde wird angesprochen, wie sie an einem Ort zusammenkommt als Gemeinde. Wenn ihr nun an einem Ort zusammenkommt, so ist das nicht des Herrn Mahlessen. Denn jeder nimmt beim Essen sein eigenes Mahl vorweg und der eine ist hungrig, der andere ist trunken. Habt ihr denn nicht Häuser, um zu essen und zu trinken? Oder verachtet ihr die Gemeinde Gottes und beschämt die, die nichts haben? Was soll ich euch sagen? Soll ich euch loben? Hierin lobe ich nicht. Denn ich habe von dem Herrn empfangen, was ich auch euch überliefert habe, dass der Herr Jesus in der Nacht, in der er überliefert wurde, Brot nahm. Und als er gedankt hatte, es brach und sprach, nehmt es, dies ist mein Leib, der für euch gebrochen wird. Dies tut zu meinem Gedächtnis. Ebenso auch den Kelch nach dem Mahl und sprach, dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut. Dies tut, so oft ihr trinkt, zu meinem Gedächtnis. Denn so oft ihr dieses Brot esst und den Kelch trinkt, verkündigt ihr den Tod des Herrn, bis er kommt. Wer also irgend das Brot isst oder den Kelch des Herrn trinkt in unwürdiger Weise, wird des Leibes und des Blutes des Herrn schuldig sein. Jeder aber prüfe sich selbst, und so esse er von dem Brot und trinke von dem Kelch. Denn wer unwürdig ist und trinkt, isst und trinkt sich selbst Gericht, indem er den Leib nicht unterscheidet. Deshalb sind viele unter euch schwach und krank und ein gut Teil entschlafen. Wenn wir uns aber selbst beurteilten, so würden wir nicht gerichtet. Wenn wir aber gerichtet werden, so werden wir vom Herrn gezüchtigt, damit wir nicht mit der Welt verurteilt werden. Daher, meine Brüder, wenn ihr zusammenkommt, um zu essen, so wartet aufeinander. Wenn jemand hungrig ist, so esse er daheim, damit ihr nicht zum Gericht zusammenkommt. Das Übrige aber will ich anordnen, sobald ich komme. Wir sehen, der Anlass, dass Paulus hier über das Abendmahl schreibt, ist ein trauriger, denn das Abendmahl wurde in Korinth gefeiert, aber auf eine ganz üble Art und Weise. Als ein Sättigungsmahl. Und dann erst noch so, dass man nicht gewartet hat auf die anderen, sondern die haben da gegessen, Brot und Wein getrunken. Wenn es hier heißt, der eine ist trunken, der griechische Ausdruck kann einfach bedeuten, satt getrunken. Das ist das Gleiche wie in Johannes 2 bei der Hochzeit in Kana. Da wird ja auch erklärt, eben wenn man trunken ist, dann erst bringt man nicht den guten Wein, ja, sondern der wird vorher gebracht. Trunken, war das so üblich, dass man an der jüdischen Hochzeit sich betrank? Nein, natürlich nicht, sondern der Sinn ist effektiv eben, dass man sich gesättigt hat. Übrigens im Deutschen, Sättigung wird nicht nur gebraucht für feste Speise, sondern auch für Trinken. Also satt trinken, satt essen. Das ist Deutsch, auch wenn es für manche Ohren komisch klingt. Also, die haben da gegessen und dann kamen solche später, die hatten nichts, die sind dann hungrig gewesen, hätten auch noch gerne etwas gehabt. Aber da macht er klar,
Das Abendmahl ist kein Sättigungsmahl. Ihr habt Häuser, dort esst ihr und trinkt ihr, um satt zu sein. Nicht mehr durstig, nicht mehr hungrig. Aber das Abendmahl, das ist nicht etwas, wo man einfach so sich sättigt. Es geht wirklich darum, den Tod des Herrn zu verkündigen und diesen Wunsch zu erfüllen, wo der Herr Jesus sagt in Vers 24, nehmt, esst. Dies ist mein Leib, der für euch gebrochen wird. Dies tut zu meinem Gedächtnis. Und beim Kelch, dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut. Dies tut, so oft ihr trinkt, zu meinem Gedächtnis. Der Herr möchte, dass wir uns mit ihm beschäftigen. Es ist also nicht ein Sättigungsmahl, sondern ein Gedächtnismahl, wo er im Vordergrund steht. Und die haben das auf so üble Art gemacht und auch in ihrem Verhältnis untereinander. Ist doch egal, wenn die kommen später, haben sie halt nichts. Das war halt Pech für sie, gewissermaßen. Und er sagt, das geht gar nicht. Also, das ist der Sinn, wenn er sagt in Vers 20, wenn ihr nun an einem Ort zusammenkommt, so ist das nicht des Herrn Mahlessen. Das, was ihr da macht, das ist nicht des Herrn Mahl. Das ist einfach eine ganz, ganz üble Sache. Und dann wird sogar klar gemacht, dass deswegen Gott in einer besonderen Weise eingegriffen hat, weil er so unwürdig und so übel war dem Herrn gegenüber, dass er eingegriffen hat. Viele fühlten sich nicht gut. Deshalb sind viele unter euch schwach, Vers 30, und krank. Also Krankheit wegen Sünde, das gibt's. Nicht wahr? Es ist uns völlig klar, nicht jede Krankheit hat mit Sünde zu tun. Eben gerade nicht. Das meinten die Freunde von Hiob, aber die haben sich total geirrt und die mussten sich am Schluss darüber beugen. Leiden kann sein zur Erziehung, Hebräer 12. Leiden kann sein Prävention, nicht wahr? Der Apostel Paulus sagt in 2. Korinther 12, dass er ein Leiden bekommen hat, damit er nicht hochmütig wird. Also gerade um Sünde zu vermeiden. Und es ist auch so, dass aber Leiden kann eine Erziehungsmaßnahme Gottes sein. Und dann sagt er sogar, ein Gutteil sind entschlafen. Das sind also diverse Geschwister in Korinth sind gestorben deswegen. Das ist die schärfste Zucht, die es gibt für Kinder Gottes. Übrigens ist interessant, dass hier heißt entschlafen. Der Ausdruck entschlafen wird in der Bibel gebraucht für Gläubige, die sterben. Weil für den Herrn ist das so, wie wenn wir einfach einschlafen. Und es ist für ihn so einfach die Auferweckung, wie wir einen Schlafenden wecken. Das ist ein schöner Ausdruck, aber schrecklich als Zucht Gottes. Und er sagt, wenn wir uns aber selbst beurteilten, so würden wir nicht gerichtet. Wenn wir aber gerichtet werden, so werden wir vom Herrn gezüchtigt. Und das ist Paideio. Das heißt Kinder erziehen. Also es war eine Erziehungsmaßnahme. Aber die schärfste, die es gibt für Kinder Gottes, dass sie früher als eigentlich von Gott für sie geplant gehen müssen. Das ist schlimm. Und das war hier der Fall. Aber er sagt, damit wir nicht mit der Welt verurteilt werden. Die werden nicht einmal vor dem großen weißen Thron stehen in Offenbarung 20, nach dem tausendjährigen Reich. Das sind nur die Verlorenen, ab Kain werden alle kommen und vor dem großen weißen Thron verurteilt werden, um dann in den Feuersee zu gehen. Nein, das nicht, aber das zeigt, die sind nicht verloren gegangen. Aber es kann diese Zuchtmaßnahme geben. Und das nimmt der Apostel Paulus hier zum Anlass, beziehungsweise der Geist Gottes, der Paulus inspiriert hat, um ganz grundsätzliche Dinge über das Abendmahl zu erläutern und zu zeigen, wenn wir das Abendmahl nehmen, muss unser Leben in Ordnung sein. Das geht nicht, dass es ungeordnet ist. Ja, und wie kann man das ordnen? Nun, er sagt in Vers 27, wer also irgend das Brot isst oder den Kelch des Herrn trinkt, in unwürdiger Weise, das heißt, er belässt einfach Sünde wissentlich in seinem Leben und denkt, kein Problem, ich kann doch das Abendmahl nehmen. Das ist aber in unwürdiger Weise Essen und Trinken. Wird des Leibes und des Blutes des Herrn schuldig sein.
Das geht nicht. Das ist eine ernste Sache. Und dann erklärt er aber, jeder aber prüfe sich selbst. Und so esse er von dem Brot und trinke von dem Kelch. Also, wir müssen uns immer wieder selber überprüfen. Wie steht es mit mir? Wo stehe ich? Gibt es Dinge in meinem Leben, die sind nicht in Ordnung? Die muss ich zuerst mit dem Herrn in Ordnung bringen. Und es gibt vielleicht auch in der Familie Dinge, die vorgefallen sind und da ist wirklich etwas da. Oder gegen andere Geschwister. Und da müsste das zuerst geregelt werden. Also an jeder prüfe sich selbst. Und dann sagt er nicht, und so enthalte er sich. Sondern, und so esse er von dem Kelch und trinke von dem, esse er von dem Brot und trinke von dem Kelch. Also nicht, um abzuhalten, sondern es ist ein Aufruf, um die Sache zuerst zu ordnen. Und es ist natürlich in der Praxis sehr hilfreich, dass man sich nicht erst, wenn am Sonntag das Abendmahl stattfinden soll, dass man am Samstagabend sich mal überlegt, was gibt es eigentlich noch zu ordnen? Oh, jetzt ist schon 10 Uhr, dem kann ich sicher nicht anrufen. Ja, man hat die ganze Woche zum Beispiel Zeit gehabt. Ja, aber es ist so, wir müssen unser Leben ordnen. Und das ist das Prinzip von 1. Johannes 1, Vers 9. Ich möchte das aufschlagen, obwohl die meisten das auswendig kennen. Ein Grundsatz für Ungläubige, wie man sich bekehrt. Ein Grundsatz für Gläubige, wie man das Leben ständig ordnet, indem man eben sich prüft vor dem Herrn. Wenn wir unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Und das ist so schön, das ist ein Durativ. Bekennen. Also wenn wir unsere Sünden immer wieder bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Dann ist es so, wenn wir das so ordnen vor dem Herrn, dass er uns vergibt in dem Sinn, dass das, was die Gemeinschaft zwischen uns als Kinder Gottes und dem Vater trübt, dass das beseitigt wird. Das ist so wichtig. Und darum sagt er, jeder prüfe sich selbst und so esse er von dem Brot und trinke von dem Kelch. Dann ist man entlastet und darf wirklich sich konzentrieren auf den Herrn. Tut dies zu meinem Gedächtnis. Es ist sein Wunsch, den er uns ans Herz legt. Und wir haben auch gesehen in Vers 31, wenn wir uns aber selbst beurteilten, also wenn wir uns selber beurteilen und uns dann verurteilen müssen, ja, da sind Dinge, die nicht in Ordnung waren, dann sollen wir das ordnen und so muss der Herr auch nicht mit Zucht in unserem Leben eingreifen. Und noch etwas Schönes. Der Apostel Paulus erklärt in Vers 26, denn so oft ihr dieses Brot esst, er nimmt auf den Wortlaut des Herrn Bezug. Im Vers vorher sagt er, so oft ihr trinkt zu meinem Gedächtnis, dies tut, so oft ihr trinkt zu meinem Gedächtnis. Also der Herr wollte, dass wir das immer wieder machen. Wie oft sollen wir das machen? Ja, oder man könnte die Frage stellen, wie selten sollen wir das machen? Das ist ja von Gemeinde zu Gemeinde ganz unterschiedlich. Und wir sehen, dass sie am Anfang täglich das Brot gebrochen haben. Und später in Apostelgeschichte 20, aber halten wir 1. Korinther offen, da sind wir auf Besuch in der Gemeinde in Troas. Ich lese Apostelgeschichte 20, Vers 5. Da wird über verschiedene Brüder gesprochen. 7 Treue werden da erwähnt. Diese aber gingen voraus und warteten auf uns in Troas. Wir aber segelten nach den Tagen der ungesäuerten Brote von Philippi ab und kamen in 5 Tagen zu ihnen nach Troas, wo wir 7 Tage verweilten.
Also Lukas sagt, er und natürlich auch der Apostel Paulus, die kamen nach Troas und dann blieben sie dort 7 Tage. Und zwar bis zum ersten Tag der Woche, Vers 7. Am ersten Tag der Woche aber, als wir versammelt waren, um Brot zu brechen, unterredete sich Paulus mit ihnen, da er am folgenden Tag abreisen wollte. Und er dehnte das Wort bis Mitternacht aus. Also 7 Tage. Er wollte also unbedingt noch den Sonntag, das ist der erste Tag der Woche, wollte er erleben. Und dann wollte er nicht mehr bleiben. Er hat zwar die ganze Nacht durchgemacht, zuerst bis Mitternacht, ja, und dann hat er weitergemacht. Das war wirklich, das war ein bisschen Überzeit. Ich habe bis jetzt, glaube ich, 3 Minuten Überzeit gemacht insgesamt. Das geht ja noch. Aber er hat da wirklich länger zugesetzt, aber er wollte einfach an diesem ersten Tag der Woche, da wollte er da sein. Und dann am Morgen ging er. Ich dachte, was hat der für eine Kondition gehabt? Unglaublich, der konnte wirklich bis an die Grenze gehen. Und das mache ich auch so. Ich schaue darauf, dass ich immer wieder Ruhezeiten habe und einen Ausgleich. Da ist mir die Musik eine enorme Hilfe. Auch seelisch ein Ausgleich zu haben. Aber eben, wenn das dauernd wäre, ich wäre schon längst ausgebrannt. Aber eben, ich achte wirklich darauf, dass diese Ruhezeiten da sind. Aber dann, wenn es sein muss, bis an die Grenze. Jemand hat mir auch gesagt, das ist schon streng, so ein Wochenende hier. Und ich sage mir, also, ich erinnere mich dann, wie war das im Juni? Als wir da auf den Berg Ararat, auf die Bergspitze, 5137 stiegen, das ist nichts, das Wochenende hier. Ja, und damals im Juni kam der Schnee viel tiefer runter als normal. Also wir mussten sogar das Camp 2 runtersetzen und wir sind dann nachts losgegangen. Die Zwischenstation war 3800 Meter etwa und dann alles durch den Tiefschnee. Hoch. Hoch. Und nur steil, 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 steil. Nicht gefährlich. Jemand hat schon Angst gehabt, warum ich so etwas mache und einfach mein Leben riskiere. Das war überhaupt nicht, kann riskieren, aber das war streng, streng, streng. Rauf, rauf, rauf. Wow. Also wirklich bis an die Grenze und dann oben, wow, 5137. Und dann aber alles wieder runter. Ja, und noch weiter runter, als wir losgegangen sind. Ja, das war schon viel. Und dann denke ich, ja, bis zum Wochenende ist ja nichts. Nichts gegen Ararat. Aber das, was der Apostel Paulus da gemacht hat am Wochenende, wirklich unglaublich. Die Nacht durch und dann zu Fuß weiter. Aber er wollte einfach den ersten Tag noch da sein. Und der Ausdruck, der erste Tag der Woche, bedeutet auf Deutsch Sonntag. Auf Hebräisch sagt man Yom Rishon. Tag erster. Das bedeutet Sonntag. Und Montag sagt man Yom Sheni. Tag zweiter. Und Yom Shlishi, dritter Tag. Ja? Und so weiter. Darum, in Johannes 2, am dritten Tag war eine Hochzeit in Kana. Das war Dienstag. Weil die Rabbiner haben früher gesagt, man soll doch am besten Dienstag heiraten, weil im Schöpfungsbericht Gott am Dienstag, am dritten Tag, hat er zweimal gesagt und es war gut. Und heiraten ist eine gute Sache. Ja, also es war am Dienstag. Aber hier ist es nicht Dienstag, sondern erster Tag der Woche ist der Sonntag. Und da heißt es, als wir versammelt waren, um Brot zu brechen. Das heißt also, die hatten wirklich den Tag der Auferstehung des Herrn Jesus. Er ist am ersten Tag der Woche auferstanden, sagen die Evangelien. Diesen Tag gewählt, um sich zu versammeln, um das Brot zu brechen. Und werden sehen, um da den Anbetungsgottesdienst durchzuführen. Und das macht also klar, dass offensichtlich dieser erste Tag der Woche der übliche Tag wurde für das Abendmahl. Es wird aber nirgends eben in den Lehrbriefen gesagt, man muss am ersten Tag, man dürfte auch am Dienstag, auch am Mittwoch, man dürfte auch jeden Tag, nach dem Vorbild in Apostelgeschichte 2. Aber wir sehen, dass das wirklich üblich war. Und jetzt noch etwas Interessantes. Ähm,
Dieser erste Tag wird genannt in Offenbarung 1, Vers 10, der dem Herrn gehörige Tag. Johannes sagt, ich war an des Herrn Tag im Geist. Der Ausdruck ist nicht der Tag des Herrn, der Tag des Gerichts und der Drangsal, ja? Sondern Kyriake Hemera bedeutet der dem Herrn gehörige Tag. Und es ist so, dass man auch außerbiblisch das bis in die frühe Zeit zurück beweisen kann, mit diesem Ausdruck hat man den Sonntag gemeint. Und das war eben ein Tag in der Woche, der dem Herrn besonders gewidmet war. Jeder Tag gehört dem Herrn, natürlich. Aber an Montag machen wir Geschäfte. Ja, wir müssen etwas verdienen. Und so weiter. Aber einen Tag, da verzichten wir, weil wir ganz besonders Zeit nehmen, um uns zu versammeln, Gemeinschaft zu pflegen, für das Gebet und so weiter und für das Brotbrechen und für die Lehre der Apostel. Und so haben die diesen Tag ganz besonders dem Herrn gewidmet. Und dieses Wort Kyriake, männlich Kyriakos, dem Herrn gehörig, das kommt noch einmal vor in der Bibel. Außer Offenbarung 1, Vers 10. Wo? In 1. Korinther 11. Wenn ihr an einem Ort zusammenkommt, so ist das nicht des Herrn Mahl zu essen. Das ist das gleiche Wort, das dem Herrn gehörige Mahl. Das ist also interessant, diese zwei Ausdrücke, dem Herrn gehöriges Mahl und dem Herrn gehöriger Tag. Da besteht ein besonderer Zusammenhang. Ja, und nun ist das natürlich die Gelegenheit, wenn wir so an den Herrn denken, ihm auch zu sagen, was er uns bedeutet. Und das führt uns zu dem Thema der Anbetung. Schlagen wir auf Johannes 4. Das ist ja diese Geschichte, wo der Herr Jesus nicht den üblichen Weg benutzte, um von Judäa nach Galiläa zu gehen. Man hat Samaria umgangen, weil das gefährlich war für Juden. Man konnte leicht angegriffen werden, weil so eine Feindschaft da war. Aber der Herr hat wirklich unbedingt durch Samaria ziehen müssen, Johannes 4,4. Er musste aber durch Samaria ziehen. Warum? Weil das eben wichtig war, diese Begegnung mit der Frau am Brunnen in Samaria. Der Herr ist nachts gegangen, hat eine Nachtwanderung gemacht, denn er kommt nämlich am Morgen früh um 6 Uhr an beim Brunnen. Sechste Stunde ist im Johannesevangelium nicht 12 Uhr. In Matthäus, Markus, Lukas schon. Es gab eben im Römischen Reich beide Zeitrechnungen ab Mitternacht, wie wir das machen, und es gibt auch die Zählung ab Sonnenaufgang. Ja, in den synoptischen Evangelien ab Sonnenaufgang, aber im Johannesevangelium kann man ganz klar zeigen, das ist die Zählung ab Mitternacht. 6 Uhr morgens war er dort und die Frau aus Sichar auch. Und da hat er die Jünger geschickt zum Einkaufen, damit er mit ihr alleine sprechen konnte. Und er hat ihr Leben ins Licht Gottes gestellt und ihr direkt gesagt, aber nach einer feinen Einführung, sodass die Frau das auch ertragen konnte. 5 Männer hast du gehabt und der, den du jetzt hast, ist nicht dein Mann. Du warst 5-mal verheiratet und jetzt lebst du im Konkubinat. Und diesen Mann dürftest du eigentlich gar nicht berühren. Intim. Ist nicht dein Mann. Ich sehe, dass du ein Prophet bist. Unsere Väter haben auf diesem Berg angebetet. Oh, jetzt wechselt das Thema. Na gut, aber das war die große Frage der Samaritaner. Wo ist der richtige Ort der Anbetung? Auf dem Berg Gerizim oder, wie die Juden sagen, in Jerusalem? Und der Herr Jesus erklärt ihr das und er geht darauf ein. In Johannes 4,21, Jesus spricht zu ihr, Frau, glaube mir, es kommt die Stunde, da ihr weder auf diesem Berg noch in Jerusalem den Vater anbeten werdet. Ihr, Samaritaner, ihr betet an und wisst nicht was. Ihr kennt Gott gar nicht wirklich. Wir beten an und wissen was, denn das Heil ist aus den Juden. Es kommt aber die Stunde und ist jetzt. Stunde Hora kann bedeuten eine Stunde oder auch eine Periode. Es kommt die Zeitepoche. Und ist jetzt da, da die wahrhaftigen Anbeter den Vater in Geist und Wahrheit anbeten werden. Denn auch der Vater sucht solche als seine Anbeter. Gott ist Geist und die ihn anbeten müssen in Geist und Wahrheit anbeten.
Jetzt sagt der Herr Jesus, es kommt eine ganz neue Zeitepoche, da geht es nicht mehr um Gerizim und auch nicht um den Tempel in Jerusalem. Die wahrhaftigen Anbeter, das sind die Anbeter, die nicht nur eben durch symbolische Handlungen anbeten, wie Brandopfer, Friedensopfer und so weiter, sondern das Wirkliche, das Eigentliche, das heißt wahrhaftig. Die wahrhaftigen Anbeter, die werden den Vater in Geist und Wahrheit anbeten. Das heißt in der Kraft des Heiligen Geistes. Das muss man wirklich erlebt haben. Zum Beispiel an der Klagemauer. Wie wird dort gebetet? Da wird auch angebetet. Sie haben alle ein Büchlein in der Hand, ein Situr. Und da wird gebetet. Baruch ata Adonai Eloheinu, Melech Haolam, Shechayanu Vekimanu, Vehigianu Lasman Hazeh. Ja, habe ich immer abgelesen. Ja, können die nicht frei beten? Mit mir könnte man schon, aber die beten immer. Warum? Weil sie den Heiligen Geist nicht haben. Wir können das nicht. Das ist so etwas anderes. Und wenn orthodoxe Juden mal das erleben, wie frei wir beten können, das ist unglaublich. In Geist und Wahrheit. Oh, es ist der Herr zurück beim Thema. Das Leben dieser Frau war nicht in Ordnung. Und sie interessiert sich für Anbetung, ja? Aber eben, man muss anbeten in Geist und Wahrheit. Und dann erklärt der Herr Jesus, denn auch der Vater sucht solche als seine Anbeter. Warum steht da das ein Wort, über das man stolpert? Wieso steht hier auch? Denn der Vater sucht solche als seine Anbeter. Warum auch? Vor ihr steht der Sohn Gottes. Und Offenbarung 5 zeigt uns, dass der Herr Jesus auch angebetet wird. Das Lamm Gottes. Im Himmel fallen die Ältesten und nieder und die Engel beten an und beten das Lamm an. Anbetung dem Sohn. Denn auch der Vater sucht solche. Der Vater und der Sohn. Und die wahrhaftige Anbetung ist also, geschieht im Geist. Der Heilige Geist gibt die Kraft, dass wir zum Vater und zum Sohn in Anbetung beten können. Und damit ist klar, es gibt kein einziges Beispiel in der Bibel, wo die Anbetung und auch das Beten überhaupt zum Heiligen Geist geschieht. Warum? Der Heilige Geist ist Gott und er ist allgegenwärtig, allwissend, allmächtig. Wie der Vater, wie der Sohn. Aber er verherrlicht den Herrn Jesus, Johannes 16. Und es ist so, auf Epheser 6, Vers 18 und Judas 20 sagen, dass wir beten im Heiligen Geist. Und das bedeutet im Griechischen in der Kraft des Heiligen Geistes. Zum Vater und zum Sohn. So geschieht die Anbetung. Und wenn wir das im Zusammenhang machen mit dem Abendmahl, da wo der Herr uns so in besonderer Weise vor Herzen steht, dies tut zu meinem Gedächtnis, dann sagen wir dem Herrn Jesus, was er uns bedeutet. Und wir sagen dem Vater, was es uns bedeutet, dass er diesen Plan der Erlösung gefasst hat und sein Sohn hat ihn ausgeführt und ihn verherrlicht, wie Gott noch nie verherrlicht worden war und auch nie mehr verherrlicht werden wird. Denn dieses Werk am Kreuz wird nicht noch einmal geschehen. Das war wirklich einmalig. Aber in alle Ewigkeit wird das vor uns stehen. Und darum sehen wir in Offenbarung 5 die himmlische Anbetung. Die Erlösten im Himmel, die Ältesten, die niederfallen vor dem Lamm. Und so ist eigentlich die Anbetung hier auf der Erde ein Vorgeschmack von der ewigen Anbetung in der himmlischen Herrlichkeit. Zusammen einmal mit allen Erlösten. Und dann die Engelwelt noch rundherum. Hunderte von Millionen Engeln werden dort erwähnt. So was Erhabenes. Also jede Anbetungsstunde der Gemeinde ist eigentlich ein Vorgeschmack vom Himmel. Und darum möchte der Herr diesen Wunsch in unseren Herzen wecken. Tut dies zu meinem Gedächtnis. Dazu lese ich aus Hebräer 13. Vers 15. Durch ihn nun lasst uns Gott stets ein Opfer des Lobes darbringen. Das ist die Frucht der Lippen, die seinen Namen bekennen. Opfer des Lobes, das ist im Alten Testament der Ausdruck für das Friedensopfer, das auch Lobopfer genannt wird. Aber hier heißt es Opfer des Lobes,
das ist die Frucht der Lippen, die seinen Namen bekennen. Geistliche Opfer. Wir sprechen von dem Opfer des Herrn Jesus und loben Gott für dieses Opfer. Und im gleichen Zusammenhang, wie gesagt, das Wohl des Wohltun aber und Mitteilens vergesst nicht, denn an solchen Opfern hat Gott wohlgefallen. Interessant, dass also das Geben gerade in Verbindung gebracht wird mit der Anbetung. Wohltun, das ist ein Ausdruck im griechischen Neuen Testament, wird gebraucht für das Wohltun in Bezug auf bedürftige Menschen, Arme. Und Mitteilen ist ein Wort, das im Neuen Testament verwendet wird, gerade für das Mitteilen an Missionare. Ja, also zusammen. Und dann haben wir eine weitere Stelle in 1. Petrus 2. Und da wird über den Herrn gesprochen, der gütig ist. Und wir haben es geschmeckt, dass er gütig ist, wirklich gütig ist. Und dann heißt es in 1. Petrus 2, Vers 4, zu welchem kommend? Als zu einem lebendigen Stein, von Menschen zwar verworfen, bei Gott aber auserwählt kostbar, werdet auch ihr selbst als lebendige Steine aufgebaut, ein geistliches Haus, eine heilige Priesterschaft, um darzubringen geistliche Schlachtopfer, Gott wohlannehmlich durch Jesus Christus. Geistliche Schlachtopfer, keine wörtlichen. Aber wir sprechen eben zum Vater über den Sohn und über das, was er getan hat am Kreuz. Und da haben wir wieder eine Stelle, die ganz ausdrücklich spricht von dieser Anbetung und uns erklärt, wir sind eine heilige Priesterschaft. Luther hat erkannt, das war ja ganz falsch, eine Priesterschaft und dann das dumme Volk. Ich sage es hart, weil es kam oft auf das heraus. Nein, alle wahren Gläubigen sind Priester. Und so haben die Reformatoren erkannt, das allgemeine Priestertum. Aber dann hat Luther gesagt, es wäre eigentlich so, aber uns fehlen die Leute. Und dann wurde es doch ein Einmannsystem zur Hauptsache. Ja, und wir sehen, aber das ist wirklich der Wille des Herrn, ein allgemeines Priestertum. Und darum ist die Anbetungsstunde eben auch die Möglichkeit für alle Brüder, irgendwie sich einzubringen in kurzen Gebeten, in Schrift, Lesung, durch Lieder vorschlagen. Das gehört dazu, dass wir eben den Herrn so in besonderer Weise vor uns haben, vor unseren Herzen. Ja, ich muss, es ist Zeit. Es gäbe noch so viel zu sagen.